So, hallo Leute, da bin ich mal wieder nach einer doch relativ langen Weihnachtspause. Ja, das musste auch mal sein. Und ja, erstmal wünsche ich euch natürlich allen ein frohes neues Jahr 2012. Und ja, dann sind wir auch schon hier beim Thema des Videos. Und zwar, ja, ich weiß nicht, ob es euch so interessiert. Ich finde es immer mega spannend zu wissen, was haben andere Leute geschenkt bekommen zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder ob, was sie sich so schenken zum Jahrestag oder halt sowas in der Art. Und deswegen mache ich dieses Video. Es ist ja auch irgendwie eine Art Haul, nur dass man nicht selber dafür bezahlt hat. Also irgendwie, ja, noch besser. Und ja, ich fange mal an mit dem Besten, denke ich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe mir ja, ich fange anders an. Also, ich muss dazu sagen, jetzt zeige ich euch das Geschenk, was mein Freund mir geschenkt hat. Und dazu muss ich sagen, dass wir zu Weihnachten und sowas immer ein bisschen übertreiben mit den Geschenken. Ja, das ist die Vorwarnung dazu. Und ja, ich zeige es erstmal. Es war auch das beste Geschenk dieses Jahr. Ich habe mir die schon so lange gewünscht. Ich habe es auch in dem einen oder anderen Video erwähnt, dass ich mir die wünsche und ich habe sie bekommen. Meine Ugg Boots. Ja. Endlich, ich habe sie bekommen. Ich, ja, auch die mit dem Knopf. Ich wollte diese unbedingt haben. Die sehen schon ausgelatscht aus. Ja, wenn der Fuß drin steckt, sehen sie nicht so aus. Ja, das ist auf jeden Fall das Geschenk Nummer 1, was ich von meinem Freund bekommen habe. Weil das ja auch noch nicht genug war, hat er mir noch mehr geschenkt. Ich hol's mal eben. Und zwar hat er mir noch geschenkt einen leichten Haul bei MAC hat er gemacht. Ein Make-up von MAC, ein Concealer und einen Lippenstift. Den habe ich auch gerade drauf. Das ist diese Farbe. Den Concealer, da habe ich NW50, 50, habe ich genommen, weil ich doch relativ hell bin. Und auch das zweithellste Make-up, NC20. Der heißt übrigens Cream Sheen Peach Blossom. Okay, nur dass ihr da Bescheid wisst. Ja, das waren die doch sehr tollen Geschenke von meinem Freund, die ich bekommen habe. Und ja, auch von meiner Schwester habe ich was richtig Tolles bekommen. Und zwar, na na na, von meiner Schwester gab es einmal diese Handtasche. So, die ist von Primark, wie sie mir verraten hat. Dann dazu habe ich noch bekommen diesen Schal. Der hat so ein ganz, ganz dezentes Muster. Und ja, ich finde den halt total schön. Der ist richtig weich und auch relativ warm, wenn man, obwohl man es im Moment ja nicht braucht. Ja, so sieht er aus. Ja, und total süß noch dieses Kissen, auch von Primark. Und ich finde das total putzig. Es ist halt nicht ganz so gemütlich zum Hinlegen wegen der Knöpfe, aber wunderschön. Und da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Ach, und das war ja noch nicht alles. Dann hat sie mir noch was geschenkt. Wir waren dieses Jahr alle sehr spendabel, glaube ich. Und zwar ist das hier von Misslyn, diese Zweierpalette. Und zwar ist das einmal ja so, tja, also sind auf jeden Fall beides Schimmertöne. Ich kann die Farbe nicht beschreiben. Das eine ist so ein hellrosa, das hier. Und das hier ist so ein lila Bordeaux Farbe und die habe ich auch heute beide zusammen drauf. Ich finde die super schön. Da hat sie ganz toll ausgesucht. Auch da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich habe mich über alles super gefreut. Also dieses Jahr war kein schlechtes Geschenk dabei. Dann habe ich von meinen Schwiegereltern in Spee sozusagen einen Douglas-Gutschein bekommen, den ich auch gleich investiert habe in einen Make-up-Pinsel von MAC, die 130. Und von dem bin ich sehr begeistert. Ach, übrigens, das Make-up ist meiner Meinung nach auch der Hammer. Also richtig gut. Ich finde, das macht einen richtig schönen Ton. Man sieht kaum mehr die Unebenheiten im Gesicht. Ja, wo kommen wir jetzt zu? Die Geschenke meiner Mutter. Und zwar habe ich ein Jamie Oliver Kochbuch bekommen. Ich habe mir das gewünscht, weil ich eigentlich seine Rezepte immer ganz witzig finde und das sind so schnelle Rezepte, 15 Minuten Küche. Ich denke mal, ich werde davon auch das ein oder andere Mal kochen und
euch präsentieren, mit euch daran teilhaben lassen. Dazu habe ich noch ein Käsebrett mit Käseschneider bekommen. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt, aber das Brettchen hat mir gefallen. Also es war schon okay. Also über das Buch habe ich mich gefreut. So, von meinem Vater habe ich bekommen ein paar Schuhe. Die habe ich aber schon länger, die habe ich auch schon mal gezeigt. Und mein zweitbestes Geschenk dieses Jahr, eine Wii habe ich gekriegt. Also nicht diese Wii U, nicht die neue, sondern die alte Wii. Und zwar war das so ein gebrauchtes Set mit 6 Spielen, wovon auch manche ganz gut sind. Und ja, ich bin jetzt fleißig am Zocken, Mario Kart und so weiter. Ja, da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil ich eine Wii schon richtig lange haben wollte und irgendwie ja, mir die selber nie gekauft habe. Obwohl ich es hätte machen können. Aber jetzt macht sie mir sehr, sehr viel Freude und ja, Punkt. Gut, was fehlt noch? Ach ja, dann habe ich sonst weiter, auch von meinem Opa habe ich noch ein bisschen Geld bekommen. Davon habe ich mir einen neuen Esstisch gekauft. Den sieht man bestimmt irgendwann mal in einem Kochvideo, Küchenvideo, wenn ich da mal wieder drehe oder so weiter. Und ja, Geld. Ich habe ein bisschen gespart für den Urlaub nächstes Jahr. Unspektakulär. Und dann habe ich mir mit meiner besten Freundin noch was geschenkt. Und zwar hat sie von mir einen Massagegutschein bekommen und ein bisschen Schminkkram. Und ich habe bekommen, sie war sehr, sehr spendabel, einmal so ein süßes Flauschi-Aufbewahrungsding, wo auch hier noch der schöne Stern aus der Verpackung dran ist. Und das ist super putzig. Das hatten wir irgendwann mal zusammen gesehen beim Shoppen. Und hat es wohl einfach gekauft. Aber das Hauptgeschenk, ja, was ich mir auch wohl irgendwann mal gewünscht habe, ist dieser zauberhafte Chanel-Lippenstift, den ich so super finde. Die Farbe, die ist so, ja, so dezent, aber macht trotzdem eine schöne, bisschen auffälligere Lippen. Das ist die 17 Orchidee. Ja, das ist die 17 Orchidee von Rouge Coco, der Rouge Coco Serie. Ich kann es euch ja mal einmal zeigen, wie die Farbe so wirkt. Kriegen wir es hin? Ja. Das Rot finde ich halt mal schön, wenn man nicht ganz so auffällig rumlaufen möchte. Ja, das waren die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Dann habe ich mir noch ein paar Sachen selber geholt. Und ich denke mal, die zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. So, selber gekauft habe ich mir nämlich von MAC den Cranberry-Ton, den ich zu Weihnachten und so weiter super gerne mit Gold kombiniert habe. Also ja, den kennen ja wohl auch einige, ne? Der ist ja auf YouTube auch bekannt. Den habe ich mir geholt und da ich bei Douglas bestellt hatte, weil es bei unserem Douglas viele Sachen nicht gibt und auch den Lidschatten nicht mehr gegeben hat, habe ich gedacht, dann greifen wir mal zu. Und dann habe ich mir nämlich noch die NYX Jumbo Eye Pencil in Milk und irgendeinem Grünton, ich weiß nicht, wie der heißt, Horseradish, in Milk und Horseradish geholt. Genau. Den Milk habe ich auch schon einige Male benutzt. Der macht sich sehr gut unter diesem Augen-Make-up, finde ich. Da kommt das hellere Rosa hier noch ein bisschen besser zur Geltung. Und naja, es hält natürlich super und so weiter. Und das Grüne habe ich mir, also den grünen Eyepencil habe ich mir noch geholt, weil ich finde, nein, weil ich halt so gerne auch noch grüne Augen-Make-ups schminke. Und ja, dann leuchtet das Grün ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen von der Rolle. Irgendwie lange kein Video mehr gemacht. Naja, also das waren so die Sachen. Bis auf den Esstisch habt ihr jetzt auch alles gesehen. Den zeige ich irgendwann mal, wenn euch das interessiert. Und mich würde jetzt noch interessieren, was ist euer liebstes Weihnachtsgeschenk oder was habt ihr Tolles verschenkt? Ich bin da so neugierig, weil ich finde das so spannend, was andere Leute geschenkt bekommen haben oder verschenken. Ob die auch immer so viel Geld ausgeben wie ich. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und lieben Gruß. Tschüss!